Fackeln haben wir hier. Ich dachte gerade, der komische Schatten ist ein Skelettbein, ey. Stell ich mir gleich eine Fackel hier hin. Ja, das müssen eh noch die sein, die vom... Och, ey. Was sind denn das für sinnlose Eisenvorkommen? Das ist bestimmt wieder nur ein Block, wa? Nee, doch. Ey, das ist ein Witz. Nur ein Block, ey. Ich sehe schon, mich haut's hier voll in die Lava. Ein Skelett schießt mich an und ich lande in der Lava. Dann... Boah, ey, wie viel Essen ich... Boah, ey, oh, kotzt mich das schon wieder an. Bau schneller. Alter. Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Ich dachte gerade, was denn das? Ich dachte gerade, was haben wir denn hier jetzt für einen Boss gespawnt oder so? Schade, kein Eisen. Naja. So. Erfolgreich geplünderte Dinge. Haben eine Menge Eisen rausgeholt. Eine Menge. Boah. Boah, 8 Stück. Halleluja. Immerhin ist da eine Spitzhacke drin. Oder eine silberne... eine Eisenhau. Das brauchst du als Farmer. Da reicht keine Steinhau. Echt immer rein theoretisch könnte man noch die Haus viel sinnvoller gestalten. Zum Beispiel, dass wenn du ein Feld mit einer Eisenhau machst. Ey, wie viel Essen ich verliere. Wenn du ein Feld mit einer Eisenhau machst, dann gedeiht da drauf das Getreide schneller. Wäre das nicht was? Hm? Mojang? Hm? Wollt ihr das nicht mal einfügen? Wenn er schon den Mist hier mit den Knochen macht. Eigentlich fand ich das ja mit den Knochen ganz geil, dass du... also wenn du jetzt ja mit einem Knochenmehl hier drauf machst, auf deinen Weizen, dann wächst das nicht sofort zum Endmodus, sondern nur Stück für Stück, so wie es Lust hat. Ja, das wurde jetzt halt behoben, aber für diese Option, wo ich hier bin, mit nur vegetarisch ernähren und so, da ist das schlecht, ne? Da ist das Feature nicht mehr cool. Ja, ein Brot. Geil. Mega awesome. Mist. Bringt jetzt nicht so viel. Du kannst nur nachts schlafen. So. Okay, die Sonne ist noch recht weit oben. Man könnte noch irgendwo hinlaufen. Problem, wenn wir uns zu weit von hier entfernen, wächst das Getreide nicht. Also die, wirklich die einzige Möglichkeit, jetzt noch Essen ranzubekommen. Bäume fällen. Oh, Getreide ist fertig. Getreide ist fertig. Oder mehr Getreide pflanzen, das wäre auch was. Hm, noch mehr Getreide wäre das was. Ja, muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ja, noch ein bisschen mehr Getreide könnten wir eigentlich schon machen. Dann bauen wir gleich mal ein richtig schön großes Getreidefeld hin. Ist ja egal, wenn ich irgendwann 1000 Jahre mal meinen Bauernhof baue, wenn ich den wirklich irgendwann mal baue, dann können wir da immer noch das ganze Feld hier wieder mitnehmen. Hauptsache ist erstmal, wir verhungern ja nicht. So, komm. Kann mal was droppen, hallo. Ja, fall ins Wasser. Fall ins Wasser, die Sau. So, guck mal hier, da haben wir noch was. Siehst du an, 8 Stück. Das reicht doch. So. So. So, um Rohstoffe zu sparen, repariere ich die mal. Geil, oder? Geiles Feature. Ja, was kann man aus Zucker machen, ey? Kann man da nichts Geiles machen? Übrigens, wenn ich mich wieder nicht verabschiede von dieser Folge, dann ist Fraps wieder ausgegangen. Weil Fraps ab und zu mal voll ist und ich da nicht so richtig drauf achte. Und ich sehe ja dann, wenn es da oben gelb leuchtet anstatt rot.
Dann weiß ich, oh, du hast jetzt leider ein bisschen zu viel aufgenommen. Oder du hast deine Festplatte vollgemüllt. Kann auch sein. So. Es ist so ätzend mit so wenig Essen. Das ist so ätzend. Mann, ohne Witz, ey. Wenn ihr es wirklich hart haben wollt, dann spielt Minecraft wirklich vegetarisch, ey. Das ist wirklich anstrengend. Also eigentlich habe ich es mir eigentlich voll easy vorgestellt. Ich dachte, ja, brauchst du Getreide an, ja, dann wird das was. Aber dass das Getreide so schlecht wächst, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe das eigentlich schneller in Erinnerung. Ja, wobei es meistens so ist, wenn du genug Essen hast, denn ist stört dich das natürlich nicht, aber wenn du so wie ich gerade, beziehungsweise so wie wir gerade hier am Hungertuch nagst und einfach nichts zu essen hast, oh, das ist schlimm. Du traust ja nicht mal richtig wegzugehen, weil du erstens denkst, das Feld wächst nicht, zweitens denkst, du verhungerst. Hallo Leute! Und willkommen zurück wieder mal zu Let's Play Minecraft vegetarisch. Ja, ist jetzt schon eine Weile her, die letzte Aufnahme. Und inzwischen spielen wir auch schon auf der Version 1.74. Und es wird Nacht. Wir hauen uns erstmal pennen. Der Sound ist mir ein bisschen übertrieben laut. Nein, das war mein Mikro. Gucken, ist der Sound zu gehen? Ja, so geht es. So kann man lassen. Habe ich Musik eigentlich an? Nein, mach Musik mal an. So, unser Getreidefeld steht einfach da. Ach, guck mal, eine Spinne. Die werden wir jetzt klatschen hier. Siehste? So brutal bin ich inzwischen schon geworden. Ah, Weizenfeld wächst nicht. Melonen gibt es nicht hier, sondern in weit weg Stadt. Pilze. Ey, guckt euch, ohne Spaß, guckt euch diese ganzen beschissenen braunen Pilze an. Und es wächst nicht ein roter, oder wie? Das ist ja echt ein Scherz, ey. Habe ich überhaupt, was haben wir überhaupt, ach so, ich muss ja Schwierigkeitsgrad, schwer, okay, gut. Ja, da war ja gerade eine Spinne, wir müssen ja schon mal irgendeinen Schwierigkeitsgrad anhaben. Alter, das Pferd, das sieht voll cool aus. Gut, nehmen wir mal den Baum hier mit. Alles mitnehmen. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Ich sehe einen roten Pilz. Da siehst du den Pixel. Den habe ich genau gesehen, mein Freundchen. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Da ist er. Da sind mehrere. Heilige Scheiße. Pilze. So. Pilze, Pilze, Pilze. Yay. Können wir uns gleich mal was zu essen sogar machen. So. Yay, geil. Gut, die Aufnahme fängt zu bahnen. Wie viel heilt ihr denn? Gut, 3 Keulen. Hätte es vielleicht auch mehr geheilt? Ich weiß es nicht. Oh, Junge. So, wir gehen jetzt noch ein Stück hier lang. Ich rieche hier noch mehr rote Pilze. Ich witter die. Ja, vielleicht auch nicht. Im Übrigen kann ich ja mal kurz erzählen, ohne dass ich jetzt etwas spoilern möchte. Ich war im Kino, ja, den der Hobbit gucken, Smaugs Einöde.
geil der Film. Richtig geil. Kann ich jedem empfehlen. Aber ich will jetzt ja auch nicht weiter erzählen, nicht, dass ich hier irgendwas spoilere. Das will ich ja jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall geht euch den angucken. Jetzt gleich sofort beendet die Aufnahme hier. Beziehungsweise macht YouTube aus und geht einfach ins Kino. Geht euch den Film angucken. Und dann könnt ihr weiter gucken hier. Echt geil der Film. Schon wieder ein roter Pilz. Das geht ja richtig ab. Was haben wir hier? Ich gehe mir den Film auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal angucken. Das steht fest, weil ich mir den nochmal in HFR angucken will. Für diejenigen, die nicht wissen, was HFR ist, das ist anstatt 24 Bilder in der Sekunde, 48 Bilder in der Sekunde. Dadurch wirkt das Bild im Kino um einiges klarer. Und das verschwimmt auch beim 3D nicht so. Also wenn ihr euch den Film anguckt, dann guckt euch, wenn ihr nicht zweimal gucken wollt, gleich ein HFR an. Mann, bei Weltladen leckt es aber ein bisschen, wa? Ja, hier ist nichts mehr. Da hinten sich der Kürbisse. Ach, guck mal, hier liegt ein Pilz. Ach, da hinten ist ein neues Biom. Na, richtig geil. Oder? Ist das eins? Weiß ich jetzt nicht. Oh geil, Kürbisse. Kürbiskuchen. Können wir daraus machen. Ich finde schade, dass immer noch keine Minecraft-Mods auf 1.7.4 geupdatet sind. Denn normalerweise wollte ich ja wieder mal ein paar vorstellen, aber es sind einfach noch keine geupdatet. Das letzte Update von Minecraft hat einfach so einen Haufen geändert. Die kommen mit der Plugin API, also worauf man denn die Mods überwiegend programmiert, einfach nicht hinterher, das zu updaten. Tja, müssen wir warten, ne? Lassen sich Kürbis eigentlich durch Schwert schneller abbauen? Ja, lassen sich. Was mit Nax? Mit Nax geht's am schnellsten, oder? Ja. Was mit der Spitzhacke? Nee, warte mal. Nee, mit der Axt geht's am schnellsten. So, alles mitnehmen. Was haben wir hier? Kohle. Na, wenn die hier schon an der Oberfläche chillt, dann nehmen wir die natürlich auch gleich mit. Jetzt halten aber unsere Essenskolben wieder gut. Da bin ich echt stolz drauf. Ach, guck mal, Kohle. Naja, wenn die hier schon so an der Oberfläche chillt, dann nehmen wir die natürlich gleich nochmal mit. Ist das jetzt eigentlich ein anderes Biom? Extreme Hills. Ah ja. Alter, eine Menge Kohle. Ja. Noch mehr Kohle. Ja, Kohle. Okay. Gucken wir mal. Oh, ach, guck mal. Kohle. Wie viel haben wir jetzt? Gut, über dem 64er Stack, das reicht erstmal eine Weile, da lasse ich die da mal kleben. Jo, sieht gut aus hier.